Unser Unternehmen ist eine Ingenieurgesellschaft für technische Gebäudeausrüstung hauptsächlich. Das heißt, alles, was mit dem Gebäude zu tun hat. Ich hatte die Überlegung, bis zu meinem 40. Lebensjahr entweder es irgendwo geschafft zu haben, wo ich sage, das ist eine Sache, die ich für immer machen wollte, oder bis zu meinem 40. Lebensjahr den Absprung schaffe und dann mein eigenes Unternehmen zu gründen. Das sind eigentlich meine Motivationen gewesen, zu sagen, ich bin 39, jetzt muss ich schauen, wie sehen denn meine nächsten 20, 30 Jahre aus? Und das war der Weg in die Selbstständigkeit. Diese Zeit natürlich der Neugründung darf man nicht unterschätzen, weil es rechtliche Sachen natürlich sind, die man abklären muss, von Versicherungen bis hin zu eben auch in einem Notartermin bis zur Gründung des Unternehmens. Wir sind eine GmbH, also eine Gesellschaft, eine Ingenieurgesellschaft. Das muss alles natürlich notariell beurkundet werden, das muss eingetragen werden, die Firma muss gegründet werden. Das sind alles Sachen, die Zeit benötigen. Es war nicht einfach, es war sehr, sehr schwer, obwohl ich sehr viel Berufserfahrung habe. Ist es natürlich sehr schwer, Projekte zu akquirieren. Als neues, junges Unternehmen ist es natürlich nicht der Fall, dass man von heute auf morgen Aufträge bekommt, sondern man versucht, die Bauherren, die Kunden, die man aus der Vergangenheit kennt, anzusprechen, natürlich Projekte zu akquirieren. Ich hatte damals ja die Entscheidung zu sagen, ich bleibe in einem Unternehmen, was größer ist, als wir hier zurzeit sind, aber nicht geführt von mir. Oder eben die Selbstständigkeit, das heißt das Ungewisse, aber unter meiner Kontrolle. Und das war eigentlich das, was mich, ich wiederhole mich, auch motiviert hat. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Es ist natürlich immer noch stressig, ja, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt mein Fazit da ziehe, mit den 1,5 Jahren, wie wir jetzt existieren und mit der Auftragslage, mit den Projekten, jetzt auch mit der Mitarbeiterentwicklung, muss ich sagen, ich bereue nichts.